meinen Predigten kanarisch zu sprechen, sodass auch eventuell in Gottesdienst gestrandete Menschen ohne kirchlichen Hintergrund etwas mitnehmen konnten. Aber ob das reicht, ob das genug war, mag dahingestellt bleiben. Denn ein guter Leiter soll immer auch ein Gespür für die, die nicht zu seiner unmittelbaren Gruppe gehören, haben. Er muss sie nicht unbedingt berücksichtigen, er soll aber auch mit ihnen rechnen. Das ist ganz besonders heutzutage wichtig, denn die Welt heute ist von Konflikten, Kriegen, finanziellen und politischen Unruhen überzogen. Spekulanten stehen bereit, alles und jeden kaputt zu machen und sich zu bereichern. Schon ein kurzer Rückblick in die Tageszeitung, offenbart uns heute ein erschreckendes Maß an Trennungen und mörderischen Hass, wie man sie in der Menschheitsgeschichte selten erlebt hat. Aber nicht nur der Zustand der Einzelnen ist besorgniserregend, auch die Lage der Kirchen und Gemeinden sollte uns machen. Der Sonntagmorgen, liebe Geschwister, ist wohl die Zeit in der ganzen Woche, die viel zu oft, viel zu wenig Weite zeigt. Selbst wenn Millionen von Menschen, die offen und geistig auf der Suche sind, überall in unserem Land immer noch in nicht allzu großer Entfernung zu einem Kirchengebäude wohnen, scheinen sich viele Gemeinden überhaupt nicht um sie zu kümmern. Manche Gemeinden senden sogar Signale aus, wer in ihrer Gemeinde willkommen ist und wer nicht. Manchmal frage ich mich, ob es noch Hoffnung auf eine Veränderung dieses Zustandes gibt. Aber immer wieder leuchtet mir ein, dass Gott uns allen verändern will, egal wie wir sind. Gott kann leidenschaftslose Menschen zu leidenschaftlichen und fürsorglichen machen. Gott kann in Herzen, die nur Selbstlosigkeit einpflanzen. Gott kann es. Und wir können es auch, wenn wir uns durch seinen Weitblick anstecken lassen. Ein letztes Wort in der Festgemeinde. Unser Herr Jesus will uns mit seinem Beispiel des Hirten nicht nur einen neuen Führungsstil beibringen, sondern er verkörpert diesen Führungsstil in seiner Person. Ich mache einen Umweg, um das noch deutlicher zu machen. Liebe Geschwister, es können Stunden kommen, denen uns erschreckend klar wird, wie wir eben als Hirten versagt haben. Wie wir versagt haben mit unseren Aufgaben als Leiterin, als Lehrer, als Politiker, als Vater oder Mutter. In diesen Stunden brauchen wir Jesus nicht so sehr als Trainer in ausgewiesenen Führungsstil, sondern als den, der das Hirtenwort im Innersten macht, als den Schützenden, als den Heilenden, als den Seelsorger, als der Verteidiger mit dem eigenen Wort. Je mehr wir gute Erzieher, gute Leiter, ja gute Menschen sein wollen, desto mehr werden wir an unsere Grenzen geführt und unseres Versagen einsichtig werden. In Schreckenstunden, in blitzhaften Erkenntnissen, aber auch in den langen, gewöhnlichen Strecken unserer Arbeit werden wir froh sein müssen und froh sein können.